Ach, und das war alles. Das ist alles für die Bonzen. Okay, und was ist jetzt hier so besonders an dem VIP-Raum? Dass wir da runter können. Hier können wir noch was ablegen in die Box. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde das mal ablegen. Das hier lege ich mal ab. Habe ich bisher nicht gebraucht. Runter mal. Ich werde es vielleicht bereuen, dass ich es nicht mitgenommen habe, aber na gut. Hier geht's ganz weit runter. Und hier wieder hoch. Oder was? Und wo sind wir hier? Im Abfluss. Oder was? Hier ist der Lift. Hoffentlich funktioniert er noch. Ein Lift. Super viel Spaß im Fahrstuhl oder was? Können wir den Schalter hier betätigen? Schalter sind doch immer gut. Keine Reaktion. Okay, ein sinnloser Hebel. Ah, Mist. Der Schlüssel ist weg. Ich werde ihn suchen. Okay, ich sehe hier nach, ob er irgendwo liegt. Wir teilen uns auf. Durch, wenn du ihn hast. Beste Idee. Beste Idee. Teilen. War schon immer die beste Idee. Ich such mal hier hinten in der abgelegenen Sackgasse. Vielleicht finde ich da ja irgendeinen Aufzugschlüssel. Oder einen anderen Aufzug, der funktioniert. Zack, hier müssen wir wieder diese Dinger miteinander verbinden. Zack. Ein simples Viereck. Aha, ein Lastenfahrzeug. Ein Lastenfahrstuhl. Und ich bin natürlich alleine. Ich bin auch immer alleine zurechtgekommen. Naja, meistens. Oder manchmal zumindest. Sagte Raymond nicht, seine Partnerin wäre im Kielraum? Das heißt, Rachel oder sonst wer hat den Schlüssel. Wir müssen sie nur finden. Kein Jumpscare, kein Jumpscare. Kein Jumpscare. Die Leiche, die du vorhin gesehen hast? Ja, hoffentlich war sie es nicht. Da kommt doch wer um die Ecke. Tag, Bruder. Ich muss dem Spiel leider gerade ein Ende setzen. Hab gerade leider keine Lust auf Spielchen. Tut mir leid. Wir spielen ein andermal. Boah, so gruselig hier. Musik. Nischt. Boah, Kacke. Lauf hier um eine Ecke und dann kommt so ein Jumpscare hier von oben runter. Ich sehe es doch schon. Alles so still hier. Und was ist nun? Angst. Zurück zum Fahrstuhl. Ich fahre dann lieber runter.
Dunkle, enge Räume. Die mag ich doch am liebsten. Die mag ich doch am liebsten. Ist, glaube ich, so gewollt. Ich mach mir, glaube ich, in die Hosen, wenn jetzt was passiert. Scheiße. Ich krieg einen Herzinfarkt. Oh. Scheiße. Was willst du von mir? Nur so ein Monster. Ist klar, aber. Keine Munition mehr. Super. Messer. Gut, dass ich die Flinte mitgepackt habe. Den Verdacht hatte ich nämlich, dass die unser nächster Bossgegner wird. Die Liebe. Der Strom ist noch da. Wie hieß er nochmal? Rachel? Die als untoter Zombie hier unser nächster Gegner sein wird. Die Küche. Hier waren wir ganz am Anfang. Da ist schon wieder eine Eventkarte. Man sollte mal vorsichtig sein. Mich nicht überraschen lassen. Ich glaube, nach unten geht's. Angst. Angst macht bange. Eine Sackgasse. Sackgassen sind immer das Beste. Und dann gehe ich halt nach oben. Schön langsam. Och nö. Kommt der da um die Ecke. Kommt der da um die Ecke. In der Olle Willi. Och nö. Ich habe keine Munition. Ich rüste mich mal mit dem hier aus. So, jetzt kann ich nämlich nachladen. Jetzt habe ich keinen Schuss mehr. 16 Schuss. Oh weia. Belohnung freischalten. Bowjäger. Achso. Die BOB. Bomben habe ich ja auch noch. Müsste ich mal lernen, wie man die benutzt. Mal Heilmittel anwenden. Dann sind wir gleich dort. Oh scheiße. Wisst ihr noch? Ein sehr früher Part. Und die lebt doch noch. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich gehe hier weiter. Ich will da nicht rein. Das ist bestimmt kein Schlüssel. Okay, es war hier. Scheiße. Angst. Speichervorgang. Nein, da kommt auch gleich was von hinten. Sobald ich das hier aufgelesen habe. Verfasser unbekannt. Ich wurde zu dieser Mission gezwungen. Ich wollte keinen Job annehmen, der mich ins Grab bringt. Wie auch immer. Phase 1 ist erledigt. Habe den Schlüssel zum Frachtenraum. Jetzt habe ich Zugang zum Kielraum. Dieses Schiff wurde für die Anschläge auf Terra Kria vor einem Jahr als Kommandozentrale genutzt.
Im Vordeck habe ich die Drohne entdeckt, mit der das Virus versprüht wurde. Die Drohne zu finden war Glück, aus dem nichts von einem Monster angegriffen zu werden. War Pech. Ich wusste sofort, dass ich diese Mission hassen würde. Mein Kopf fühlt sich an, als ob er gleich platzen wird. Ein Auge ist schon weg. Ich kann kaum sehen und mir ist übel. Die Arme fühlen sich auch komisch an. Mein rechter Arm ist zweigeteilt. Oh, komm, bitte. Eine schöne Gute-Nacht-Geschichte. Blut überströmt, kann meine Knochen brauche dringend Arzt. Die Schrift ist mit Blut bedeckt. So, an die... Oh, und da ist er schon. Komm nicht zu mir. Aber sie ist ein Zombie. Komm nicht zu mir. Und was stellst du dich vor, sich jetzt tun, ihr nachrennen? Speichervorgang. Will nicht mehr. Natürlich renne ich nach. Natürlich. Da ist sie schon. Scheiße. Die hat doch OP-Kräfte. Schnell weg hier. Schnell weg. Ich will hier raus. Flieh. Flieh, du Narre. Bin ich jetzt hier in der Sackgasse? Na toll. In der Sackgasse. Im Ernst. Hier muss ich durch. Scheiße. Renn. Nimm deine Beine in die Hand und lauf. Kein Jumpscare, kein Jumpscare. Die kommt doch da gleich um die Ecke. Nicht notwendig, nicht notwendig. Zurück zum Fahrstuhl. Zurück zum Fahrstuhl. Zurück zum Fahrstuhl. Treppe runter. Treppe runter. Tür hindurch. Ich mach mich ein. Einfach fliehen. Durch die Küche. Boah. Horrorspiel war gestern, das ist Resident Evil. Los im Hals. Nichts zurück. Ja, schnell zum Aufzug. Schnell weg hier. Das musst du dir nicht antun. Parker, schnell weg hier. Huhuhuhu, schnell hoch hier. Ich will nicht. Und weg hier. Puh, ich glaube, das ist nicht das Sinn des Spiels, aber... Parker ist noch unten. Ich mache jetzt hier erstmal Pause. Jetzt haben wir uns Richtung Aufzug geflüchtet. Und... sind der gruseligen Zombie-Dame entflohen. Heute wehren wir uns, oder jetzt wehren wir es uns der Zombie-Dame stellen müssen.
Lesen noch mal schnell. Ich sag den Kleinen. Kein L zu großen. Oh Mist, du! Till, was ist? Ja. Ich hab sie gefunden. Aber sie ist ein Zombie. Ist das nicht immer so? Jetzt muss ich ihr hinterher und sie mal ein bisschen abschießen. Munition habe ich fast keine mehr. Aber vielleicht kann ich ja diese Bow-Dinger schießen. Da kommt es auch schon. Na toll, nachladen. Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Warten wir mal auf sie hier. Kann die durch Türen gehen? Ich fürchte nein. Und da kommt sie. Attacke. Sie ist in den Rohren. Okay. Oha, davon gibt es ja auch noch welche. Zack, so. So, ich nehme mal das hier. So, wo muss ich hin? Ja, einen Heilkräuter habe ich noch. Das ist super. Hier ist, glaube ich, eine Sackgasse, wie es aussieht. Er hat es richtig gesagt, sie hat die Schlüssel. Wahrscheinlich. Deshalb müssen wir uns, wow, die ganzen Sachen stellen. Da kommt noch so ein Schütze. Der ist mit einem Schuss kaputt. Wollen wir da rein? Okay. Hier liegt zumindest Muni. MG-Muni. Ein grünes Kraut. Und wenn ich mich nicht irre, ist das hier ein Safe-Raum. Wir können hier zwar nicht speichern, aber hier ist eine MG mit sehr viel Schuss. Und hier ist unsere Lagerungskiste. Hier ist mehr Munition, die wir nicht brauchen. Handgranaten. Ja, müssen wir mal lernen, wie man die los wird. Und da haben wir viele hier auf Lager. Ich bin bloß zu blöd, die einzusetzen. Und da lacht sie doch schon. Irgendwo kommt sie jetzt hier wieder von oben. Wie ich das Ganze hier kenne. Da kommt sie gleich von oben. Und ich bin hier in der Sackgasse. Okay, weiter hier. Zap, 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 zap. Hier wird ordentlich geballert. Stirb. Wo gehst du hin? Da flieht sie. Habt ihr gesehen, was das für ein Karacho hat? Dieses Gewehr. Ohne Nachladen einmal. So extrem hier durchschießen. Da ist er wieder. Muss wieder nachladen. Nachladen, nachladen, nachladen. Oh wei. Schießt zu viel daneben. Aber es ist besser mit dieser Waffe. Ich mag diese Waffe. Ist sehr effektiv. So, jetzt hier ein bisschen ruhiger. Och, da ist sie wieder. Zack, zack, zack.
Ich muss wieder nachladen. Und die Kauze ab. Und so, da kriegt sie wieder rein. Lassen wir sie fliehen. Die kommt ja eh wieder. In die Küche. So, hier mal rein. Und Kantine. Essensausgabe. Hier wird es ziemlich dunkel. Oh wei. Alles okay? Ordentlich. Ja, ich sterbe gerade. Heilmittel. Ich weiß gerade nicht, was ich gerade mache. Nachladen. Keine Munition mehr, erzähl mir nicht. Ach, schon tot. Hui. Habe ich es doch geschafft. Den Rest hier noch. Die Monster hier ihre Leibwächter abschießen. So. Schlüssel, Aufzugschlüssel. Perfekt. Hey. Hast du mich gerade angeschossen? Achso, nee, da liegt noch einer. Ja. Und da kriecht noch einer rum. Den habe ich auch nicht gesehen. Ich habe keine Munition mehr, absolut keine mehr. Tu du das für mich, Papa. Mach du das. Ja, ist es jetzt gut. Soll ich mal mit dem Messer reingehen? Zack, zack, zack. In Ordnung. So, ab zum Aufzug. Ab zum Aufzug. Aufzieh, Aufzug, Aufzug. Der ist hinter den Dingens dort. Zack. So. Dürfen wir gleich da sein. Nö, hier hing der Fuzzi raus im ersten Part. Spannende Musik, wieso das? Ist doch schon vorüber. Und hoch. Parker ausgesperrt? Ne, Parker ist hier. Haben wir was überlebt mal wieder? Heißt das etwa, also auch die FBC betrogen? Keine Ahnung. Vielleicht nutzen sie einfach jeden aus. Im Moment geht es eher darum, dieses Schiff zum Laufen zu bringen. Runter kommen wir ja eh nicht mehr. Das Ding war ja das Ersatzschiff war ja abgelegt. Das haben sie ja abgesellt. Das ist nicht mehr da. Keine Reaktion. Okay, hier waren wir schon. Welchen Fahrstuhl sollen wir denn nutzen? Müsste eigentlich hier ein Fahrstuhl sein. Irgendwo in der Nähe. Zack. Jetzt haben wir zumindest den Rotschopf hier wieder. Den müssen wir mal sagen, dass seine Partnerin weg ist. Oder auch nicht. Wo genau ist er?
Ja, ich weiß, dass der nicht funktioniert, aber nehmen wir noch einen Fahrstuhlschlüssel. Ja gut, ist wohl ein anderer Fahrstuhl mit gemeint. Finden wir den, der uns in die Irre geleitet hat. Der ist es auch nicht, der Lift. Wir müssen den Rothaarigen finden. Der war doch hier irgendwo. Wo war denn der? Der war doch, stand doch dort und hat uns gesagt, wir müssen ins erste Obergeschoss. Stattdessen war es ganz, ganz unten. Im ersten Obergeschoss im Flur. So viel dazu. Und was ist das hier? Cafeteria. Und da wollen wir nicht rennen. Vom Kommunikationsraum stand da. Ja gut, dann würde ich mal sagen, beende ich hier den Part und wir suchen im nächsten Part weiter nach dem Lift und nach dem Fahrstuhl, für den diese Karte geeignet ist. Vielleicht den hier. Und dann würde ich mal sagen, bis dahin habt noch eine angenehme fürstliche Zeit, gehabt euch wohl. Nein, der funktioniert nicht. Haut Rinner.